war eine 50.000er. Und dann schreibt doch jemand hier, der Juppa 1. Der Tino hat den kleinsten. Naja, ja. Stimmt ja auch. Den kleinsten endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Den kleinsten Korkenzieher in Thüringen. Ja. Weil er trinkt nicht so gern Wein. Genau. Die Frage von Basti zu beantworten, Umsi geht dann weiter, wenn Umsi 2 kommt. Das ist aktuell am 12.12., wenn sie es nicht noch einmal verschieben. Oh, schon wieder verschoben. Na, auf den 12.12. Was immer wieder lustig ist, sind auch diese Ausschreitungen, wenn Fußballspielen sich auf YouTube dann anzugucken. Naja, wenn ich finde es nicht lustig. Das ist eigentlich nicht lustig. Ich denke schon, dass da eine Menge an Sport kaputt gemacht wird. Ja, das ich meine, ich bin mal eine Weile mit einem Hooligan tatsächlich befreundet gewesen und so. so wie die das eigentlich vorhaben, ist es ja immer eher so, dass sie das außerhalb von den Stadien machen. Weit weg. Das ist abreden. Die gehen erst zum Fußball, dann verabreden sie sich auf irgendeiner Wiese und da ja, wollen sie sich kloppen. Ja, das sind die richtigen Hooligans. Ne? Aber dass das halt jetzt in die Stadien reingetragen wird, ist halt total scheiße. Und ich finde auch mit der Pyro und so, sehr, sehr grenzwertig. Dazu. Muss nicht ja. sein. Haben Sie denn nicht irgendwann in Deutschland mal mit so einer Pyro einen Spieler getroffen? Es wird übrigens auch gefragt, ob wir ein Megaprojekt mit dem Landwirt 2014 machen. Es ist da noch nicht mal raus, ob es da überhaupt ein MP gibt, oder? Ich wollte gerade sagen, das steht aktuell noch nicht fest, ob es da einen Multiplayer geben wird. Nein, ich sag, da darf ich nichts sagen dazu. Wir könnten auch es ein Megaprojekt. Kann ich euch schon versprechen. Okay. Wir könnten ja auch ein Megaprojekt Minecraft machen. Zwei Teams, jeder baut sich eine Burg und dann so alle drei Stunden klingelt eine Glocke und wir müssen die versuchen, die Burg des anderen anzugreifen. Achso, so ein PvP-Multiplayer-Ding ja. ist da. Da bin ich raus. war der Gilibert leer? Bei mir ist ja nämlich PvP voll. Schon scheiße. Aber da ist richtig. Nur die Hälfte verstanden, wenn wir alle miteinander gequatscht haben. Ah ja, ich kann es ja zusammenfassen. Minecraft gibt es schon 1000 Mal auf YouTube, braucht man nicht nochmal. Ja, ist der Gilibert schon voll bei euch? Ja, merkst du was? Wow! Och Mann. Arbeitet einer von uns bei Giant Software? Hören wir uns an wie Schweizer? Kann der Wenger Schweizerdeutsch reden, wenn ihr wünscht. Aber der Tino macht mal bitte sein Licht an, ich wäre ja gleich zur Sache. Ups! Wenn ihr wünscht, kann ich die ganze Arbeit jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch reden. Der Beste! Ja, und unser Battlefield-Meister auch. Ja, wenn man schon für einen Schweizer Mobilfunkunternehmen arbeitet, dann muss das ein bisschen abfärben. Ein Schweizer Mobilfunkunternehmen. Ja, gibt es nur zwei große. Ich arbeite für das die schlechtere Presse hat. Ich sag keine Namen. Das kann sich dann wahrscheinlich auch jeder denken, der so ein bisschen Ahnung hat. Ja. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus in der Schweiz. Sorry. Auch in der Schweiz gibt es Telekom. Ja, die Telekom nicht, aber... Ah, okay, gut, dann. Weiß ich jetzt, glaube ich. Bei ETS 2 wäre Tino jetzt 150 Euro los. Racket, diese Frage verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil Computer und Gamer oder Familie und Kinder verstehe ich nicht. man kann eigentlich auch alles unter einen Hut bringen. Ja. Auf jeden Fall sollte es eine Frage des Zeitmanagements und der Prioritäten. Richtig. Ist jemand von euch als arbeitet jemand von euch als Landwirt? Landwirt? Ja, ja, aber nur virtuell. Und wir haben gesagt nein. Oh ja, alles klar. Das kam bis gerade. Ja, es kommen ja auch einige immer mal wieder dazu dann und so. Daher werden wir vielleicht die eine oder andere Frage nochmal beantworten müssen. Nein, wir sind keine Landwirte. Ich glaube, merkt man auch ein bisschen. Also vor allem ja, das merkt man, glaube ich. Ich glaube, der Einzige, der von uns im Megaprojekt richtig ernsthaft in der Landwirtschaft mehrmals arbeitet, das ist halt der Dennis und der ist heute halt nicht dabei. Jo, das wahrscheinlich genau deshalb. Obwohl er es angekündigt hat. Ja, ich habe einen... Er ist beim Sprachtraining. Lernen, Sächsisch oder ups. So. Randy, ich glaube, du hast einen Channel-Command. Ja, wir haben alle einen Channel-Command. Übertönt ihn dann immer. Gesprächsleiter hattest du gerade. Aus. Nee, hoppala. Nein. Passt schon, der Randy hatte nur, dass wir werden alle leiser, wenn er spricht. Ja, jetzt nicht. Diesen Moderator. Ich rub den eigentlich bei jedem von euch rum, der gerade quatscht, weißt du, aber ich hab ja nicht schon, naja, wenn ihr jeder mit jedem hier. Okay. Ist ja wie ein Zwingerclub hier. Ja. Im sprachlichen Zwingerclub. Auch noch 3% solche Spuren übers Feld, ey. Ich brauch noch 3%. Okay. Randy, sind die Russen eigentlich da, die sind so sehr liebst?
Ja, die Russen wohnen oben drüber, die sind ruhig. Alter, die kamen. Was ist das hier für ein Leck? Eckart, die Russen sind da. Eckart, ich will nach Hause. Mensch, Eckart, die Russen sind da. Bei mir sät die Kondor übrigens aufgeklappt, eingeklappt, so. Gut, fahren wir nicht, gegen. wie soll ich welchen Schlepper hast du? Sicher sage ich was, Leute. Ach, du hast also doch einen Schlepper. Ja, ganz genau, Jopa. Der Dennis wollte gerne flügen und deswegen sind wir auch ein bisschen enttäuscht. Der wollte eigentlich das ganze Feld 14 flügen. Ja, Gun, hat er eigentlich versprochen. Gun. Eine Frage. Ja, ich sehe nichts. Ich werde gerade durchgeschüttelt. Wie soll ich denn hier von dem Feld kommen, wenn rundherum um mich angesät ist? So, dann tank mal bitte komplett ab. Das ist ja voll fies. Noch, Kino, ja, oder? Wenn sie so langsam setzt. Warte. Nee, ich bin voll, ich hab 100%. Ja, dann bring weg, dann klappe ich so zusammen. Was ist hier für ein... Nehm mal hier den kürzesten Weg. Und fahr jetzt einfach mal hier zack. Ja, ich fahr zum nächsten Feld jetzt gleich. Ganz kurz durch die Saat. Tut er dumm. Nö, jetzt eine Kuh macht Mu. Wir könnten auch die ganzen Heuballen zusammen treiben auf einen Fleck und dann einfach so ein riesiges Fußballspiel machen. Ja, jetzt bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, Kunden. Das hatte ich auch schon, als sie dir die Fußball mit Heu. Ja, mehr Kühe kommen dann, wenn wir den Weizen verkauft haben. Dann werden wir auf 100 Kühe bestimmt aufstocken, wenn nicht sogar noch mehr. Ich bin von Heuballen angegriffen. Hilfe! Hänge fest! Der Heuball des Todes greift den Messermörder an. Yeah! Ich bin Messermörder. Das waren Autogrammjäger. Diese Heuballen. Oh. Die wollten auch mal ein Messer. Öffnen? Nein! Nein. Warum bin nicht? Genau. Was? So, das nackt. Möchte nämlich keiner sehen hier. Außerdem darf man sowas nicht zeigen wegen Porno. Ist und so. Die Politik in Deutschland schlecht oder gut? Dazu sagen wir nichts. Das ist halt so ein deutsches Thema. Da halten wir uns besser raus. Ja. Sonst, wir werden eh schon von der NSA aufgelöst. Also, wir werden eh schon beobachtet. Also da kann ich nur so viel zu sagen. Da gibt es ab und zu mal so eine Art Polit-Talk bei mir auf dem Kanal. Da könnt ihr zumindest meine Meinung sehen. Oder hören, besser gesagt. Nein, jetzt piepst es die ganze Zeit. Wir werden alle vom Verfassungsschutz gejagt. Was? Ja. Entschuldigung. Ja, ich bin als Admin angemeldet, weil wenn ich als Admin nicht angemeldet wäre, würde da als Betrag 0 stehen. Da aber als Betrag 989 steht, heißt das, ich bin angemeldet und wir haben tatsächlich nur so wenig Geld. Aber richtig. Ich kann mal kurz ins Lager schauen. Da befinden sich 1.417.706 Liter Weizen und schon mittlerweile wieder 222.695 Liter Raps. Egal. Ja, 5 und 6 ist noch mit Gerste. Okay. Wir müssten vielleicht mal etwas verkaufen von dem Weizen, glaube ich. Damit wir uns das Mais-Schneidwerk kaufen können. Achso, das haben wir noch gar nicht. Das haben wir noch nicht. Nee, ich will dann noch überall. Oder hat das in der Zwischenzeit irgendjemand gekauft? Nein, haben wir nicht. Da müssen wir auch Kredit für aufnehmen. Oder ja, das ist Kredit eine Menge Weizen. Ja, Hallo Gaming Guys. Ultra Gaming und ja, LS sogar High. Hallo. Was haltet ihr denn von Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren? Ach, die rauchen, okay. Steht die rauchen, das ist so die rauchen. Von denen halte ich gar nichts. Oder ich auch nicht. Ich halte von deren Eltern halte ich absolut nichts. Ich sag so, wenn sie rauchen, wenn sie glauben, sie müssen rauchen, dann lass sie rauchen. Und ja, es tut sich hier jeder, man wird gleich von jedem aufgeklärt. Ganz einfach über das Thema. Und wer sein Geld damit raushauen kann, der soll es machen. Und welches Feld wird jetzt geerntet? Leben dafür. Feld 6 ist das hier, glaube ich. Das hinten, rechte Feld von denen. Ja, es fällt Line. 6. Ich bin auch gerade hier am Man. Warum Bad. Macht ihr kein Megaprojekt auf der Hagenstedt Modified? Kommt noch. Hagenstedt Modified da hat bin ich ein kleines nicht Performance-Problem. Sag mal, Rocktox, hat bei dir der Blitz eingeschlagen oder was? Dankeschön, Ultra. Der LS13. Best, ich bin eine Raure. Ja, nein, das hat er nicht geschrieben. Was hat er geschrieben? Ich bin 9 und rauche. Au! Schön. Also für 9 hast du aber schon eine ganz gute Rechtschreibung. Ich vermute 9 Monate. Ja. Oder eine 1 vergessen. Das also. Ist die Westworld Genias of the Mama. US Addon Titanium Addon Map Standard. Genau, Westworld Chill. Dafür bräuchten wir einen Server. Ja, Nico 0708, können wir auf einen anderen Server mitspielen? Können wir später auf einen anderen Server mitspielen? Schreibt das, ich glaube, das kam jetzt auch schon öfters. Nein, das ist leider nicht möglich, weil erstens haben wir nur den einen Server. Oder hat jemand seine Handynummer als Name, als Nutzername? Ja, 0151 257 0770. Ja, das ist eine Ruft mal an, Leute.
Was? Ruf mich an. Kostet nur 1,20 Euro pro Minute. Das weißt du wieder auswendig, der Doc. Da ja die 800 schreibt, was habt ihr für Frisuren? Das ist ja mal interessant. Also ich habe ja langes Haar, ne? Ich trage ja mein Haar so, so arschlang, also bis zum... So wie du. Du hast kurze Haare. Oh, Entschuldigung, habe ich mich gerade mit dem Doc verwechselt. Das läuft das mal. Ja, ja, der Livestream wird aufgenommen, Ultra Gaming. Ich bin ja, ich bin zum Beispiel ja gerade von mir alleine in meinem Zimmer. Es sind ja immer meine Dun, Freunde kannst dabei. Kannst du den dann schicken? Ja. Ja, du kannst ja die Videos dann runterladen. Ja. Deine Gronkh, deine Freunde Gronkh und Salazar. Ich glaube, das geht schneller als schicken. Wahrscheinlich. Was, meine Freunde Gronkh und Salazar? Ich hab gesagt, deine Freunde Gronkh und Salazar. Ah, Salazar? Salazar, das wissen Sie. Ich wollte keinen Namen nennen, du hast sie jetzt genannt. Achso, nee, ich meinte auch, wie hieß der erste? Hong. Salazar. Hong. Hong. Ach, Hong und Salazar? Genau. Ja, aus Black Ops 2, kennst du doch noch. Ja, Hong und Salazar. Okay. Ah, kennt sich keiner. Freunde, was ist das? Kann man das essen? Das kann man das essen. Freunde, habt ihr jetzt Kontakt zu Gronkh? Sicher. Ja. Ja. Ja, klar. Also ich, aber wir wollten heute Abend unbedingt nicht dabei haben, weiß nicht. Nee, der nervt immer so, der labert uns immer alle tot. Ja. Ja, der ist so arrogant. Nein, arrogant ist er ja nicht. Also du kannst ja alles sagen, aber Erik ist wirklich nicht arrogant. Außer wenn er schlechte Laune hat, dann kann er den mal raushängen lassen. Ja, ich sag nur Ameise 23. Tino nimmt auf und Tino, planst du Kinder mit deiner Freundin? Mit wem? Mit deiner Freundin. Ja, mit deinem Freund nicht, der hat selber genommen. Mit wem? Das wird schwer. Mit meiner Freundin, okay, ich geb's zu, ja, wir planen Kinder. Kind, hey. Kind, Entschuldigung, ich, Singular, nicht Plural. Ich bin richtig. Erst mal eins und dann gucken, ob Spaß gemacht hat. Das, das sind dann die Leute, die dann Achtlinge oder so kriegen. Wir haben uns kennengelernt, Tino und Guten, ne, Guten hatte die Idee, Tino kam irgendwie dazu, dann haben wir alle angeschrieben, da haben wir uns alle an der Hände genommen und so sind wir zu Zug gekommen. Kurzfassung. Ja, und seitdem rennen wir immer abends durch den Park und singen. Nein, wir tanzen immer mit mir. Und meine Laterne mit mir. Wir tanzen unseren Namen, oder? Das auch, dann danach. Da habe ich eine 6 gehabt bei uns in der Klasse. Hast du den Text vergessen? Nein, beim Namen tanzen. Beim Namen tanzen hast du. Knall dir irgendwann jetzt noch so fett hinten drauf. Bremst immer ab, ey. Ja, du musst das doch wissen jetzt mittlerweile. Ich fahre so. Ich vergesse es immer noch. Dino, bitte zwei Kinder, ja, das heißt mindestens zwei Kinder. Ah, ich muss mal sehen, dass ich eins hinkriege. Genau. Das ist Tino, nicht so einfach. Dann in 15 Jahren ein Megaprojekt mit. Das ist gar nicht so leicht, wenn man nur Platzer verschießt. Boah. Der Teamspeak ist full. Ich würde sagen, wenn das nicht klappt, dann sagst du den Sachse ja, Bescheid. Ja, den Mais ernten wir auch noch ab, aber dazu brauchen wir halt erstmal das Maisgebiss. Ja. Wir können meins nehmen und das von meinem Opa, das Gebiss. Ja, das kriegen wir auch hin, aber... Tino, das ist so eingelegt aus dem Glas mit Kuppel. Was ist das? Ich sehe nichts. Jeder. Ich sehe gar nichts. Entschuldigung. Ich stehe da, Kajena. Okay, sorry. Was denn, Elena? Ja, kannst du irgendwas tun? Ich sehe nämlich wenig. Welche Änderung, Verbesserung würdet ihr euch sehen im LS14? Also LS14 wird es nicht geben. Oh, das wäre dann in Landwirtschaftssimulator 2015. Das andere wäre dann der Landwirt. Ja. Nein, das LS14 wird wieder eine mobile Version. Boom. Ey! Und da wünschen wir uns. Sorry, ich hatte kein Bild. Könnt ihr euch später in meiner Aufnahme ansehen, wenn ihr wollt, dass hier keine Maschinen stehen bei mir. I speak English, ja. Hello and willkommen zu dem Stream. Das ist Mecha-Projekt on Germany. I have fun on the stream. Sorry, my English is not good. What is it? Very fun. Hey, sorry. Sorry, mein English is not the yellow of the egg. Kennt ihr Spanglish? Ist super, damit haben wir immer solche Battlefield-Spielern solche Leute verarscht, die auf einem deutschsprachigen Server die ganze Zeit Englisch reden. Und irgendwie so, I think I spider. I'm watching every water. Guten Stopp, fahr zurück. Ich sehe da eine zugeklappte Cayenne. Ja, die, dann kannst du doch ungefähr ausrechnen, wenn die aufgeklappt ist, oder? Ja, aber da sieht man ja sogar die Reifen und die Reichweite und so. Aber es ist halt alles... was war das? War ich. Entschuldigung. Das war ich. Da kotzt er einfach mal hinten so einen Ball draus. Wer ist denn eigentlich der Elektrohorst? Was? Ich bin's nicht.
Der hat keine Ahnung von wahrscheinlich ein wahrer Horst. Randy's English is so under, I'll pick, I think I spider. Komm, du sollst mal einen Reconnect machen. Was? Du sollst mal einen Reconnect machen. Ich soll einen Reconnect machen? Wow. Ja, einmal das nennt man sowas wie, das ist so wie, wenn schalten Sie das Gerät einmal aus und wieder ein. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht und dann habe ich gedacht, endlich haben sie es gelernt. Jetzt hast du weniger. Immer noch voll. Jetzt hast du weniger Aufrufe. Weniger Anrufe bei deiner Arbeit. Aber und dann, gut, du fängst jetzt an mit Lecken. Also im TS. Oh, schön. Nein, der redet nur nicht klar. Der leckt nicht. Elektrohorst ist ein Video. War das nicht Elektro-Tinte? Ja. Elektro-Tinte-Video. Ja, Elektrohorst ist unser Gegending dazu. Ja, hey, das haben wir gemacht. Das hieß Elektro-Titter, aber so gut kennen sich dann manche aus. Ja, das ist ja der. Ach ja, wer war das gleich nochmal? Ach, total unwichtig. Honk und Salazar. Honk. Ja. Ich glaube, Honk hatte die Hauptrolle. Genau. Ja. Haben wir den Kredit die zurückgezahlt? Moment, ich schaue ganz kurz. Wir haben einen Kredit von 0 Euro. Yeah. Ja, also von daher, wenn wir jetzt gleich den Kredit aufnehmen, werden uns das Maisgebiss auf alle Fälle kaufen, dann machen wir Körnermais auch gleich noch. So. Oh, guten Leck. Oder wir kaufen uns den 2 Meter Hexen. Schön, Scheiße. Ich wollte den Ball jetzt richtig in den Dreck schmeißen. Hier ist gerade richtig ein Action. Spider-Pig. Ja, und das auf dem kleinsten Feld, das wir haben. Ja, den Bausimulator kann ich schon mal so sagen, den werde ich auf jeden Fall let's playen. Nur leider wurde er ja auf Oktober 2014 verschoben. Ey, jetzt hört mal auf. Ey, Kinder! Jetzt nimmt mich der Rocktox hier von hinten, aber ich bin also stärker, ich hab mehr PS. Ja, hallo zurück. So, ich hab fertig gemäht hier. Kann zu einer Schwade. Achtung, Doc! Oh, da fragt mich der Gronkh-HP, Tino, soll ich jetzt den Livestream oder deine Videos anschauen? Was ist das für eine Frage? Beides! Bist du nicht multitasking-fähig? Mann. Entschuldigung, fahr schon weg. Passt schon. Warum nimmst du meine Heuballen mit? Das ist doch die Transportmaschine für Heuballen. Die C-Maschine. Auch eine gute Frage, Randy. Ja, sehr schön. Was guckt ihr gerne im TV? Also ich mag ja diese voll realistischen Dokumentationen, diese Echtzeitdokumentation, sei es jetzt mitten im Leben, Verdachtsfälle, die Trovatus, das ist alles so extrem spannend, was uns der RTL liefert. Und alles so voll echt. Und Köln 2083 0815, das ist so geil, also das gucke ich mir jeden Tag mindestens 3 Stunden an. Ganz ehrlich, ich finde also, noch, dass die alten Fernsehserien die geilsten sind. Ich wollte gerade sagen, also Star Trek damals, das habe ich noch geguckt, aber danach habe ich meinen Fernseher abgeschafft. Darf ich euch ganz kurz unterbrechen? Wreck-It, keine Links posten, sonst gibt es ein Timeout. Ein Timeout? Timeout? Du meinst eher ein Bann, oder? Bam! Ja, Bam! Gibt es das? Das ist ein Bam! Die dritte Verwarnung, die er gekriegt hat und deswegen, ne? Ja, Junge, der Bausimulator 2013 wurde umbenannt in Bausimulator 2014, weil er um ein Jahr verschoben wurde. Aber wenn er dann nächstes Jahr dementsprechend rauskommt, wird es wohl Bausimulator 2015 werden. Dann ist es 2015, beziehungsweise er hat klar 2015 und lass es erstmal nächstes Jahr kommen. Warum kann man eigentlich Warum keine Links? Ganz einfach aus dem Grunde, weil wir es gesagt haben. Blöde Begründung, aber wir möchten das halt hier einfach nicht haben, dass hier Werbung gemacht wird und wir wissen nicht, was ihr in diese Links reinpackt. Und genau, so. Wir wissen nicht, was für Links gepostet werden. Ne? Und ist oder dass hier irgendwelche Trojaner verteilt werden oder so ein Scheiß und da haben wir echt keinen Bock drauf. Ja, auch Shalom zurück, wenn Shalom so geschrieben wird, beziehungsweise wenn das Shalom ist. Ja, Shalom. Ich habe so verschluckt am scheiß Wasser, ey. So, der Ballermann 5555, du sollst mal grüßen, Randy. Ehrlich? Ja. Warst du in 55 schon am Ballermann? Eieiei. Er ist so motiviert immer. Warum kann man eigentlich... Let's Player, grüß mich mal. Steht jetzt schon zum dritten Mal drin von... Oh, ich kann das nicht lesen. Die Schrift ist so grell. Ich kann es ohne lesen. Also ich kann den Namen nicht lesen. Rocktox, fahr doch nicht immer so dicht Weil auf. Die Schrift Entschuldigung. Ist so fahr doch einfach mal ein bisschen langsamer. Ich kann doch nicht so schnell. Ich bin ein alter Mann. Ja. Haben wir noch irgendwas für mich zu tun? Können du könntest mir vielleicht mal die Füße kraulen oder einen Tee bringen. Okay. Können wir nicht einfach die Ballenpresse hinten an Doc anhängen? Doc. Was für Virenschütz-Urane habt ihr? Was? Was für Virenschütz-Urane habt ihr? Ach, das sind Programme. Das sind Balkonpflanzen. Gar keins. Ich nehme Aviranen. Ich hab irgendwie eine Viren. Aber eigentlich auch egal, wen geht das was an?
Ja, ja, also eigentlich würde ich sagen, wenn man sich ein Programm kaufen will, ein Virenschutzprogramm, würde ich tatsächlich den Kaspersky empfehlen. Hab ich naja, auch. Ist auch nicht mehr so gut wie er ich früher bin mit war. Norton sehr immer zufrieden. Super. Aber nachdem er aufgekauft worden ist von McAfee, kann man auch schon wieder ziemlich schmeißen. Ich habe irgendwie gar keinen sogar Firewall deaktiviert und ich bin sicherer als mit jedem Virenschutzprogramm der Welt. Weil die meisten Viren sind nämlich so programmiert, nach Schritt, bedeutet, der kann erst einen Schritt machen, um den nächsten auszuführen. Und dann gibt es dann zum Beispiel den Schritt, die Firewall überspringen. Das geht aber nicht, weil die Firewall nicht da ist. Heißt, er bleibt einfach stecken und macht nicht weiter. Das ist ja geil. Ich mache einmal im Jahr, haue ich mir ein Virenprogramm drauf, schaue mal drüber, welchen Virus, auch vielleicht einen kleinen. Das war's. Ja, du kannst dir ja auch auf einen USB-Stick beispielsweise, kannst du dir ja auch Portable-Virenscanner drauf machen. Und dann scannst du halt mal damit durch. Ja, eben. Also ich muss sagen, Norton ist eigentlich auch ganz cool. Einmal im Jahr wirst du daran erinnert, bitte zahlen, sonst ist Schutz weg. Und ja, sonst sagt das eigentlich nie was. Außer ja, du lädst irgendwelche Hacks runter und das findet er nicht schön. Big Baba Boson. Was ist denn eigentlich? Aber wirklich, guckt euch einfach auf entsprechenden Seiten, in, was weiß ich hier, CT oder sowas, oder anderen Fachmagazinen. Guckt euch einfach um. Etsy 95, das TS ist full, das heißt, da kann keiner mehr drauf, sind nur sind viele Slots, die Slots sind mit uns ausgelassen, deswegen kann keiner TS kommen. Ja. 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 Und ansonsten möchten wir ganz ehrlich gesagt, jetzt ohne dich zu jemandem zu nahe zu treten, wir möchten hier tatsächlich unter uns sein, auf dem TS. Ja. Weil sonst wird es viel zu viel. Ich meine jetzt schon, ich bin hier die ganze Zeit ruhig und muss zuhören, weil ihr alle am Labern seid ständig. Oh. Und wie der Sachs schon vorhin sagte, lauter, leiser. Meine Stimme wird heiser. Ja, das ist immer schön. Es gibt leider kein Hotkey für Gesprächsleiter, sonst könnte ich das über die Tasten regeln, aber dann muss ich mal wissen. Mhm. Nee, das ist einfach viel zu viel sonst. Was wir immer machen könnten, wir könnten uns eigentlich mal alle auf meinem TS treffen, mit euch Abonnenten und dann einfach mal eine Fragerunde machen. Also, dass jeder ein Zeichen alle gibt, Abonnenten. er möchte jetzt eine Frage stellen, dann kriegt er Rechte. Und dann schalten wir ihn auf, er kann reden und nachdem die Frage geklärt ist, wird das wieder gemutet und ein anderer kriegt das Wort, dass man wirklich so eine Fragerunde machen könnten. Ja, find sowas cool. Könnte man machen, ja. Sollte man wirklich machen. Ja, machen wir jetzt direkt. Ich würde sagen... Ich mute dich gleich, also. Um 21 Uhr machen wir die. Brauchen wir halt auch einen riesigen TS. Eieiei, Randy, grüß mal. Ja, die Frage ist, ob alle TS haben. Ich denke mal, ganz so viele kommen dann auch nicht. Aber vielleicht... Genug auf alle Fälle. Ja, also ich habe uns auch kostenlos herunter. Wer hat gerade den schon dir? Ich. Wer hat den Ballenladewagen? Ich wollte gerade einen holen, einen zweiten. Wo ist aber denn ich weiß der Ballenladewagen? Ich weiß nicht, wer den zweiten hat. Ich habe die Seemaschine und fahre die spazieren. An der Kuhweide, ich habe jetzt einen nochmal. Na warte, ich komm mal mit. Wo bist du? Na, ich fahre jetzt gerade runter zur Kuhweide. Land! Nee, Menschen! Komm gleich zum Feld. Nimm mich von hinten. Alter! Ja? Oh, endlich mal wieder andere Spieler! Boah! Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr die privaten Mods seht? Gar nicht. Ist mir scheißegal. Die sehe ich doch was gar nicht, sind noch private Mods. Carbon! Private Mods sehe ich nicht, weil sie privat sind. Ob es ist, weiß ich nicht, glaube ich fast nicht. Weil der Carbon hat sich immer mit großen K geschrieben. Und ich finde das ziemlich arsch von den Leuten, wie auch im guten LB21, dass man Namen klaut. Ja. Ja. Er ist ja, also, er hat sich ja so, also wenn, dann könnt ihr schreiben hier, was weiß ich, guten Fan oder sowas. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ja, da habe ich schon 3 Stück von. Der müsste nummerieren. Der Rockdogs, ich schlachte dich morgen. Wieso? Spielt ihr mit Lenkrad? Also du knallst ihn immer hinten drauf. Nein, alle mit Tastatur. Ja, und jetzt bin ich hier, jetzt kommt gleich das Superfail, Randy. Warte. Warte, ich habe ja den Livestream hier nebenbei. Warte. Und jetzt. Ah ja, und alle Zuseher, die jetzt Ballenladen schauen wollen, die gehen bei mir jetzt auf den Stream. Nein, ich komme doch zu dir. Achso, du kommst auch schon. Ja, ich komme zu dir. Ach Gott. Ja, ich würde sagen, da jetzt mal wieder eine halbe Stunde, beziehungsweise wieder halb ist, dann würde ich sagen, wir wechseln sowieso den Stream mal hier im Hauptkanal auf den Markus, oder? Ja, das soll aber, wenn die vorher mal gucken, welcher nicht flüssig läuft. Mich? Na gut, dann nicht. Achso. Ich hätte auch gerne mal was zu tun. Der Trecker ist jetzt schon fast leer gefahren, aber ich hab Marco, nichts gemacht. Du könntest an Zufeld 10 kommen, schnapp dir einen Kipper und dann kannst du mir hier ab. Alter! Oh, das wird eng. Wo fliegst du hin? Ich weiß es nicht. Meine Antriebswelle ist 2 Kilometer lang.
Ich habe gesehen, wie du plötzlich über die Map geflogen bist bei mir. Die Presse schwebt über dem Silo. So ungefähr 100 Meter hoch. Das müsst ihr euch morgen angucken hier. Ach so, schade, jetzt hat sie sich wieder zurückgebackt. Kann dem einen Anhänger Horst, das anhängen. War der Dennis, der hat die da ins Silo reingestapelt. Was soll ich jetzt eigentlich mit der großen Seemaschine? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich kann den beiden Anhänger nicht anhängen. Ja, das geht mit dem Magnum nicht. Ach so? Ja. Guten und Dennis Horst. Weil das ist ja auch kein Straßenschlepper, so wie die Zuseher schon alle gesagt haben. Oh Mann, es ist kein anderer frei und ich habe keinen Bock zu laufen. Niemand Schlüter, muss eh frei sein, oder nicht? Nein, es ist nur ein Profi-Hopper frei. Ja. Ja, einfach Profi-Hopper. Da möchte mal jemand mit mir tauschen, der kann den ganz großen Case bekommen. Etwas dran? Ja, nix dran. Müsst ihr euch irgendwas holen. Ich brauche nochmal irgendeinen Traktor, womit ich den Ballen anhänge. Steht hier irgendwas? Weil irgendwie... Die Ballenpresse ist unter dir. Markus, stark. Nee, die ist hinter mir. Boah, ich hasse das mit diesen... Gedings. Was hast du denn? Ich fahr mal den Magnum zur Seemaschine, der kommt jetzt auf die Seemaschine drauf. Du hast beim CS. Was, ich hab Lex? Nein, du hast im CS, hast du auch gerade, dass alle leise werden, wenn du sprichst. Ja, was denkst du, was ich hier die ganze Zeit hoch und runter verstelle? Ach so, cool. Lass es einfach sein, lass es alle gleich laut. Ich habe leider nicht die Zeit mit allen privat. Das Problem ist halt bloß, dass Kiwi irgendwie immer an der Eier zieht und dann so rumquiekt und das übertönt alle. Ja, gut. Ja, dann wird er einfach gemutet und gut ist. Na, jetzt hab ich wieder eine Profi-Hopper. Alter, was machst du da drin? Was gemacht? Du hast beide abgekoppelt. Ja, ich hab keine Ahnung, was da passiert. Du hast die Ballpresse und den Hänger an eine Kupplung gekoppelt. Nee, der andere hängt nur so da. Ja. Jetzt habe ich ihn abgekoppelt. Schieb den da mal raus. Ich versuche hier gerade, wenn du stehen bleibst. Kennt ihr mal Freunde, wie sieht's aus? Kommt hier jetzt mal jemand zu voll 10 mit dem Kipper zum Abtanken? Ja, wenn wir. Ich habe keinen Schlepper. Ich habe drei von der Ballenpressmaschine. Jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich nach Hause. So. Ich auch. Ich versuche gerade ihn und den Trecker zu fressen und wir versuchen sie gerade loszukriegen. Okay. Alter, ich hänge jetzt auch fest. Traktorenrennen sind unrealistisch. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe schon live Traktorenrennen gesehen. Ja, in Amerika ein Volkssport. So, jetzt bist du frei. Oh, danke. Bis Retter. Ja, yeah, ich weiß. Doc, ich komme. Bisschen Rettungssanitäter. Ob wir mal drüber nachgedacht haben, auf Englisch Kanäle zu machen oder Videos zu machen, um halt an mehr Abonnenten ranzukommen, weil wir ja alle deutsche Kanäle und auch deutsche Videos machen hier. Also hätte kein Problem damit. Ich wollte euch auch, so ein Typ hat mich mal am Battlelog, also in diesem Social Network von Battlefield geaddet. Das war ein großer französischer YouTuber, der rein Englisch macht mit 20.000 Abonnenten, der wollte mit mir auch was machen. Nur das Blöde, bevor wir es machen konnten, wurde sein Kanal wegen Urheberrechtsverletzungen gesperrt und geschlossen. Ja, das ist schade. Ja, klar, ich meine, wenn man sich zum Beispiel diesen ganz großen, wie heißt er da, PewDiePie anguckt, ne? Das ist ja auch ein Schwede, der halt Englisch macht, aber man muss man auch dazu sagen, die Schweden können alle auch ziemlich gut Englisch. Bei mir sieht der das... Der wohnt doch auch in Amerika. Nicht in Amerika, in Großbritannien, glaube ich. Aber auf alle Fälle, bei denen ist es halt eigentlich sozusagen zweite Landessprache. Bei mir ist es halt echt so, mein Englisch ist so eingerostet, das möchte ich keinem antun. Das wäre wahrscheinlich vielleicht sehr lustig für einige, aber ich fände es peinlich. Also bei mir geht's, also wir haben ja auch jede Menge englische Gespräche, also weil wir ja vier Sprachen haben bei der Leitung. Dann Feuerzeug leiser. Genau, und wir sprechen auch viel laut. Englisch und hab dann auch mal Tage, wo ich nur Englisch telefoniere und dann mal technische Gespräche, Problemlösung auf Englisch, da kommst du schon recht schnell rein. Also ich glaube, Englisch dürfte ich ziemlich gut drin haben, oder? Ich kann mich jedenfalls verständigen, also sie wissen, was ich will. Wie voll bist du, Doc? Jetzt gleich leer. Jetzt bin ich leer. Ich werde jetzt mal einfach ein bisschen beobachten, weil Fahrzeuge habe ich wieso nicht frei. Hattet ihr schon mal Probleme mit Urheberrechten oder sonstiges? Ja, ja! Ich hatte das aktuell bei Battlefield 4, dass irgendein Ami-Network dachte, ey, wir haben da die Rechte an so einem Ladebildschirm und da hast du auf eine Luke geguckt, da haben wir Rechte dran und da hast du auf dieses Flüchtlingsboot geguckt, da haben wir Rechte dran und dann habe ich mich mal bei denen gemeldet, ob sie noch fit in der Batterie sind oder wem hatten sie keine Rechte mehr dran. Jetzt ist der Racket noch immer da. Seitdem ist wieder Ruhe. Aber ansonsten diese Content-ID-Treffer, ich glaube, die hatte jeder schon mal. Weil heutzutage jeder Idiot auf YouTube sein Zeug anmelden kann, wo er angeblich Rechte dran hat, ohne dass das vorher noch geprüft wird. Also. Ja. Ja.
Rocktox, du irritierst mich. Ich habe hier so Probleme mit geradeaus fahren. Ich will also da jetzt als Paradefahrzeug mitfahren. Mach schöne Paradewerbung für diese roten Trecker. Dino, kannst du Deutsch gut? What? Kannst du Deutsch gut? Ich meine, ist das Diät für Deutsch? Dumm, ist der Vater, ist ja, ist doch oder? Der echte Carvon. Ja gut, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich glaube, im Namen kann man nichts groß schreiben. Nur am Anfang bei Twitch. Ja, solche Fragen brauchen wir eigentlich nicht. Danke. Was nochmal? Der Racket ist noch immer da. Wer ist noch immer da? Der Raket oder drei, irgendwas, dein Liebling. Wie sind wir gebaut? Ja, alle wie Adonis, ne? Kennst du Adonis? Ja, du kannst bei Dings. Du aber kannst bei Menschen am Anfang kurz schreiben. Ich will dir dein Schneidewerk klauen. Nein. Rocktox trollt mich, der mobbt mich hier total. Wenn die doch gleich passiert. Was? Ja. Normaler Ballanhänger hätte es getan, oder? Oh Mann, wieso muss ich eigentlich streamen? Dino. Hast du gut gemacht. Och Mann. Wieso lachen eigentlich alle? Alle haben es im Stream gesehen, oder? Ja, natürlich, klar. Och Mann, oh. Und was ist denn passiert? Er hat den Ballladewagen vollgeladen und hat umgeschmissen. Yes. Oh. Fail des Tages. Och Mann. Versuch mal, die Ballen von oben hinzulegen. Also nicht so, sondern halt hinzulegen. Wo stapelt ihr denn gerade Ballen? Ja, aber der Hänger, auf dem Hänger kann man ja fixieren. Es müsste also ja, Markus. Ich bin ja eh da jetzt schon, ich habe nur einen Schlüter hüllen müssen. Das ist geil. Jetzt hast du vorher Markus gefragt. Ja, es hat jemand geschrieben, ich soll mal WhatsApp sagen, so wie ich es in meinen Videos immer mache. Jo, dann hau raus. WhatsApp! So, ich hab das als WhatsApp gelesen, aber gut. Hier sind die meisten Geräte noch nicht mal auf der PDA-Karte. Warte, ich lass ihn mal ein bisschen zurückrollen, warte mal. Bleib mal, Tino, geh weg. Nein, also singen werde ich definitiv nicht, ob die anderen geht möchten, schon. Weiß ich nicht. Inno, mach mal bitte Boom. Was soll ich machen? Wer hat eigentlich den Weidemann? Nee, mach ich nicht. Inno, willst du nicht hinten anfangen zum Legen? Ich hab gedacht, du lässt wieder hinterrollen. Nein, warte, fällt doch gleich wieder runter. Wer hat eigentlich den Weidemann? Schau dir jetzt zu, das ist ein lustig. Video mit unseren Kinder, Abonnenten. Nein. Also ich nicht. Geht schon. Es kann allerdings sein, wenn man irgendwie einen Abonnenten mal länger kennt, dass man vielleicht mal mit ihm zusammen was zockt und dann vielleicht auch mal zusammen aufnimmt. Ich weiß nicht. So, jetzt reicht's. Ich hab reicht gemacht. So, jetzt reicht. Nein, Dino, das war ich. Achso. Oh, Entschuldigung. Die Gabel ist wieder hängen geblieben in der Anhänger. Der fährt da oben. Du bist zu schnell. Zurückfahren. Warte, ich befreie ihn. Oh! Ich bin am Schild hängen. Wo seid ihr? Ich bei der BGA. Achso, bei der BGA. Ich hab mich. Kuh-Schweinezucht werden wir wahrscheinlich nicht machen hier auf dem Server, nein. Klingt ja spaßig. Ups, Entschuldigung, ich hab den Format drin. Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, das ist so scheiße, ne? Ich sehe den Johnny Hälfte nicht, mal. Ich sehe die neuen Anhänger nicht. Nein, der Landwirtschaftssimulator 2014 wird, denke ich mal, iOS und Android getönt oder dann. Yo. Also Handy. Jetzt haben wir ein Lag im Stream. Yep. Ein böses? Ja, ein sehr böses. Wenn ihr euch ja nebeneinander abgeknutscht, knallt, je nachdem. Das ist ein bisschen, das sind dann ein paar mehr Bits, die da übertragen werden müssen. Boah, die ob wir uns heute den Krampe kaufen. Die gehen wollen wir eigentlich jemals einen Krampe kaufen? Markus, du darfst. Wir haben doch einen Krampe. Nein, die gehen heute irgendwie nicht, die Ballen. Keine doch, Ahnung, also es ging ganz gut. Also die ersten drei gingen echt gut. Ich glaube, dann müsst ihr einfach mal den Server restarten. Ja. Sollen wir das vielleicht gleich mal machen? Na, Moment. Ihr wollt eine Pause machen, aber wir haben noch nicht. Wenn wir drei Viertel eine Pause machen in 3 Minuten. Oder wir machen voll die Pause und machen dann in der Pause das die Runde mit Frage den Gedöns. Abonnenten auf den anderen TS. Boah, nee. TS? Bin ich ehrlich gesagt nicht so dafür. Das hätte ich sowieso gehabt, das machen wir irgendwann mal. Das machen wir irgendwann mal, dann auch extra angekündigt und so, aber jetzt gleich so, nein. Was ist hier? Nein, guten. Oh, ich halte das nicht mal aus. Was ist hier? Ich sehe eine schwebende Rundballzange. Oh, gut, leck gerade.
Ja, guten, fahr doch immer. Einfach mal weg da. Es lecken alle Fahrzeuge gerade. Trollolol jetzt hier. Ja, ich wollte zur BGA, ich sehe nichts. Sorry. Dann mach die Augen auf, halt deinen Monitor an. Ja, da müsste man Server restarten. Ich glaube, wir schaffen es heute, keinen einzigen Ballen wegzufahren. Ja, komm, dann werden wir jetzt am besten wirklich mal den Server restarten. Ja, ich. Ja. So. Das heißt, nach einer Stunde und 45 Minuten werden wir also mal den Server restarten. Dino, fahr noch ein Stück vor, bitte.